E-Cargo-Fahrrad Tern GSD 2021. 100 Kilogramm Zuladung am Gepäckträger, 200 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht, unzählige Ladeoptionen. Geht sehr viel drauf. Perfekt etwa für Supermarkteinkäufe. Dank großer 2x52 Liter Tern Gepäckträgertaschen und im Baumarkt erhältlicher Eurobox. Ob vorne oder hinten, ob Gepäck oder Menschen, die Möglichkeiten sind enorm. Der Umbau von Eurobox auf Personentaxi dauert nur wenige Momente. All diese überaus praktischen Zubehörteile sind sauber ausgeführt und extra zu haben, sowie individuell kombinierbar. Sehr praxistauglich ist das Clubhouse Ford, eine schlaue Zubehörkombination aus mehreren Teilen. Damit können Kinder in der sogenannten Stormbox in Verbindung mit dem Storm Shield regen- bzw. wettergeschützt transportiert werden. Das Storm Shield kann bei Nichtgebrauch zusammengefaltet und einfach mitgenommen werden. Ohne Kindertransport ist die Stormbox auch als normaler 160 Liter großer Kofferraum für verschiedenstes Transportgut geeignet. Weiters lässt sich das GSD sehr schmal machen, etwa zum Transport im Auto, oder es kann schmal und hoch aufgestellt werden, etwa im kleinen Abstellraum. Und was geht sonst noch? Sehr viel, etwa Kind und Laufrad transportieren. Auch als solides Alltags- und Ausflugsrad ist das GSD bestens geeignet. Basis für all die verschiedensten Anwendungen ist der für 2021 verbesserte hochfeste Rahmen in Kombination mit der ebenfalls für 2021 neuen vorderen Federgabel. Dazu komfortable und breite Schwalbebereifung, vorne 55, hinten 62 mm. Entspannte Sitzposition dank vielfacher Verstellmöglichkeiten. Und der überaus kräftige neue Bosch Cargoline-Antrieb mit 85 Newtonmeter Drehmoment. Außerdem, das Bike ist, vor allem auch dank der 20 Zoll Räder, sehr wendig. Alles zusammen macht jede Fahrt mit dem Tern GSD zum Vergnügen. Insgesamt ist dieses Fahrrad bis ins kleinste Detail durchdacht und auch hochwertig ausgeführt. Eine großflächige Verkleidung des Hinterrades schützt serienmäßig vor schmerzhaften Kontakten mit den Speichen. Zum besseren Abstellen von Füßen oder Taschen bzw. größerem Ladegut gibt es die Option, das serienmäßige integrierte Deck zu erweitern. Entweder auf jeweils 12 cm mit dem Sidekick Wide Deck oder auf jeweils 25 cm mit dem Sidekick Double Wide Deck. Letzteres lässt sich auch hochklappen. Ein weiteres Plus am GSD ist der neue Mittelständer Atlas Lockstand. Er ist so konstruiert, dass das Bike mit geringem Kraftaufwand und in geringer Höhe solide aufgestellt werden kann. Und er löst sich nur, wenn man die dazugehörige Entriegelung am Lenker aktiviert. Bei Einsatz des Sidekick Double Wide Deck muss der Ständer mit einer Erweiterung namens Lockstand Extensions verbreitert werden. Serienmäßig ist die Vorrichtung für einen zweiten Akku. Wer einen dazu kauft oder eventuell schon hat, erweitert somit die Akkukapazität auf bis zu 1000 Wattstunden. Schaltungsmäßig stehen drei Optionen modellspezifisch zur Wahl. Im günstigsten Modell, dem GSD S10, kommt eine Shimano Deore Shadow Plus 10-Gang-Kettenschaltung zum Einsatz. Das GSD S00 kommt mit der Kombination Enviolo 380 Nabenschaltung und Gates Carbonriemen. Und das Topmodell GSD R14 bietet eine Roloff 14-Gang-Nabe E14 E-Shift
mit ebenfalls Gates Carbon Riemen. Das gefahrene Testmodell GSD S00 mit der stufenlosen Enviolo-Nabe dürfte die perfekte Lösung für all jene sein, die sehr einfach und bequem unterwegs sein wollen. Schließlich ist das stufenlose Verstellen der Schaltung mittels Drehhebel beim Lenkergriff super simpel, auch im Stand möglich und bietet schnelles und feinfühliges Anpassen an die jeweilige Fahrsituation. Das GSD wiegt in dieser Version knapp 33 Kilogramm. Angesichts der hochstabilen Ausführung und der unzähligen Transportoptionen absolut angemessen. Und der Bosch Cargoline-Antrieb kommt damit bestens zurecht. Erwähnenswert sind noch die hochwertige hydraulische Vierkolben-Scheibenbremsanlage Magura MT5 mit vorne und hinten 180 mm Bremsscheiben, die sehr gute Lichtausbeute nach vorne der bequeme Tern GSD bei Velo-Sattel und die hochwertigen Ergon-Lenkergriffe. Man ist hier rundum bestens versorgt und aufgehoben. Das GSD ist die derzeit wohl beste Option, um das Auto im alltäglichen Einsatz durch ein Fahrrad zu ersetzen oder einfach nur um Spaß am Radfahren zu haben. Ausgeben muss man dafür mindestens 4.799 Euro für das GSD S10 mit 10-Gang-Kettenschaltung. Das S00 mit Enviolo-Nabe und Carbonriemen kostet ab 5.599 Euro. Und für die edle E14 Roloff-Nabenversion GSD R14 sind mindestens 8.399 Euro fällig. Alle GSD verfügen über den Bosch Cargoline-Antrieb mit 500 Wattstunden Akku und Dual-Battery-Vorrüstung. Das R14 hat den zweiten Akku sogar dabei. Beim S10 und S00 ist das Purion-Display, beim R14 das Intuvia-Display verbaut.